zusammen, ich bin der Blum Thomas vom Fanclub hier von Radlberger und zum Faninterview habe ich heute unsere Nummer 9, der Günther Friesenbichler, zu Gast. Hallo Günther, danke, dass du Zeit gefunden hast. Günther, fangen wir gleich an mit den ersten Fragen. Wie würde sich der Stürmer Günther Friesenbichler, der Fußballer, selber beschreiben? Selber beschreiben, das ist immer relativ schwierig. Ich glaube, eine meiner Stärken ist, dass ich sehr willensstark bin, dass ich sehr zielstrebig bin. Ich glaube, das kann uns sicher zugute kommen, heuer, wo es sehr, sehr knapp runtergeht in der Meisterschaft und wir alles geben müssen, um den Aufstieg zu schaffen. Und ansonsten bin ich ein privat sehr ruhiger Mensch, sehr viel mit der Familie unterwegs und ja, so würde ich mich eigentlich beschreiben. Du bist von der Bundesliga vom SV Ried zu uns in der Rezakliga gewechselt. War Luschnau für dich klar als Verein oder hattest du noch andere Angebote? Na, es war so, dass ich von Griechenland in die zum SV Ried gewechselt bin. Dort lief es dann für mich nicht so gut, weil wir eigentlich immer dort ein System mit einem Stürmer gespielt haben und da war Sanel Kulic einfach eine unüberwindbare Hürde für mich. Und ich wollte einfach wieder spielen und da waren schon auch andere Angebote, aber ich sah hier eigentlich die größte Möglichkeit, wieder in die Bundesliga zu kommen und aufzusteigen. Und den Trainer Heinz Fuchsbichler, den kannte ich auch schon von früher und das war auch eigentlich ein Grund, dass ich hierher wechselte. Du bist jetzt seit einigen Monaten jetzt in Luschnau. Wie hast du hier im Ländlein gelebt? Ja, also sehr gut. Ich muss sagen, es ist sehr schön. Also ich war früher auch schon, meine Frau ist auch aus Bregenz und ich habe früher schon in Bregenz gespielt vor einiger Zeit und deshalb ist alles nicht mehr so neu für mich, aber es ist sehr, sehr schön hier. Was unterscheidet unseren Trainer Fuchsbichler von den anderen Trainern, was du bis jetzt hattest? Ich glaube, er kann sehr, sehr gut mit der Mannschaft umgehen. Wir haben einen sehr, sehr guten Draht zum Trainer. Er weiß, wie er mit den Spielern sprechen kann, wie er alles von ihnen abverlangen kann, weiß auch, wie er uns motivieren kann gut. Und das schätze ich sehr, sehr bei ihm. Die Aufstiegschancen sind noch voll im Takt. Wie ist jetzt die Stimmung nach dem 1:1 gegen Leoben in der Mannschaft? Ja gut, die Stimmung ist nach wie vor gut. Ich glaube, es war das Spiel gegen Leoben auch die erste halbe Stunde sehr, sehr gut. Der Spielverlauf war einfach sehr, sehr unglücklich für uns. Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff und dann wurde es eigentlich durch diese Fehlentscheidung des Schiedsrichters sehr, sehr schwierig für uns, diese drei Punkte einzufahren. Schlussendlich müssen wir mit diesem Punkt gegen Leoben zufrieden sein und einfach auf die nächsten Spiele schauen, aber ich denke, dass der Aufstieg auf jeden Fall noch drinnen ist. Die Schiedsrichterleistungen in der österreichischen Bundesliga und in der Rezlakliga sind in aller Munde. Verzweifelt man als Spieler, wenn man so einen Schiedsrichter hat wie am Freitag? Ja, es ist nicht immer leicht. Ich habe dann auch eine unnötige gelbe Karte zum Schluss bekommen. Da muss ich meine Nerven auch besser im Zaum halten. Jedoch ist es schon sehr, sehr schwierig für die Spieler auch, wenn man ein Ziel vor Augen hat und dann einen die Punkte so genommen werden, dann ist es sehr, sehr schwierig, die Nerven zu behalten. Aber dennoch müssen wir unser Ziel weiter verfolgen und ich denke, wir werden den Aufstieg schaffen. Am Freitag findet das erwartete schwere Auswärtsspiel beim LASK statt. Wie wird sich die Mannschaft oder jeder Spieler persönlich auf so ein spezielles Spiel vorbereiten? Ja gut, bei mir ist es so, dass ich leider gesperrt bin für dieses Spiel. Jedoch sind alle anderen Spieler, die jetzt neu in die Mannschaft kommen, sehr motiviert für dieses Spiel. Man weiß, es ist ein Spitzenspiel und es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Wenn man beim LASK bestehen kann, mischt man voll oben mit und das ist unser Ziel. Also wir fahren dort sicher nicht hin, um einen Punkt zu holen, sondern um dort zu gewinnen. Was unterscheidet Luschnau von den anderen Mitkonkurrenten im Aufstieg? Ich denke, dass wir eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Wir haben sicherlich nicht einen Top-Spieler, wie es jetzt der LASK mit Vastic hat. Jedoch haben wir ein sehr, sehr gutes Mannschaftsgefüge. Und ich denke, das wird uns im Endeffekt auch so weit bringen, dass wir die Nase vorne haben. Was ist deine Meinung zu der Luschnauer Fanszene, Fankultur? Ja, also sensationell. Also in der Rezakliga gibt es, glaube ich, nichts Vergleichbares.
ich hoffe nur, dass die Fans auch in Zukunft uns so zahlreich unterstützen und dass wir bis zum Schluss ganz oben mitspielen, dass es auch für die Fans interessant ist. Und die Heimspiele sind immer wieder ein Erlebnis und ist einfach super für die Spieler. Ja, das freut uns. Kapitän Manfred Bamminger hat im Audio-Chat uns gesagt, dass wenn der Aufstieg klappen würde, dass er sich beim letzten Heimspiel von den Fans grün-weiß anmalen lässt. Robert Gollematz hat gemeint, dass er beim Derby dann grün mit grün-weißen Haaren aufläuft. Was wirst du machen? Ja, das würde ich ganz gerne auch machen. Also mit grün-weißen Haaren, da hätte ich sicher kein Problem, wenn der Aufstieg fixiert wäre. Das wäre natürlich ganz toll und da bin ich eigentlich für jeden Spaß zu haben. Könntest du dir eine Vertragsverlängerung bei Austria Lustenau nach dieser Saison aufforschen, auch wenn man in der Rezakliga bleibt? Ja, also ich könnte mir schon eine Vertragsverlängerung vorstellen. Es hat auch schon Gespräche in dieser Hinsicht gegeben. Nur es sind noch keine konkreten Gespräche geführt worden. Jedoch denke ich, es wäre schön, wenn man diese Mannschaft, so wie wir jetzt sind, vielleicht noch über ein weiteres Jahr halten könnte, auch wenn jetzt der Aufstieg vielleicht nicht geschafft wäre, was wir natürlich nicht hoffen. Aber ich denke, wir haben eine sehr schlagkräftige Mannschaft und es wäre schön, wenn wir so weiterspielen könnten. Welche Ziele strebst du nach deiner Karriere als Fußballer an? Über das hab ich mir eigentlich noch im Moment also sehr wenig Gedanken gemacht. Also ich habe eine Ausbildung, eine in der höheren technischen Bundeslehranstalt gemacht, habe die Matura gemacht, aber vielleicht eine Trainerlaufbahn oder ich möchte sicherlich dem Sport erhalten bleiben, aber da habe ich mir noch keine größeren Gedanken gemacht. Wie gesagt, im Moment zählt für mich nur der Aufstieg mit Austria Lustenau. Günther, ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass du Zeit gefunden hast für das Interview und euch viel Glück im Aufstiegskampf. Jetzt noch Werbung in eigener Sache. Am 12. Mai veranstaltet der Fanclub hier für Radlberger eine Fanfahrt zum Auswärtsspiel nach Kufstein. Preise, Informationen könnt ihr von unserer Homepage wegnehmen. Danke.